So Leute, willkommen zurück zu Super Dragon Ball Heroes. Son Goku ist wieder da. Hier schon wieder, ich werde nicht zweimal verlieren. Das ist nicht mein Stil, mit voller Kraft gegen Kinder zu kämpfen. Aber hier habe ich keine große Wahl. Ich kämpfe also auch. Wirklich? Wirklich? Wir benutzen mal den großen Saiyan Man. Zwangsweise. Und nochmal das Team hier. Ist ja an sich egal. Ich weiß noch nicht, ob das gut ankam. Ich habe keine Kommentare gekriegt, aber ihr habt gemeint, ich soll doch mal verschiedene Teams machen, auch wenn mein Team echt heftig ist. Ich muss gerade mal hier die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Weil für euch ist die Lautstärke egal. So. Ich pack mal ein paar zurück. Vielleicht mit den beiden in den anderen. Ja, so Goku kann ja alleine eh nicht lernen. So, greif zusammen an. Ah. Hast gedacht, kannst hier mit so einem billigen Trick uns irgendwie veralbern? Kannst vergessen. Legen wir einen perfekt hin und dann ist er auch noch betäubt und kann uns nicht angreifen. Schon sind wir in Runde 2. Kraftstufen? Ne, wir nehmen den Gegner in Kraft und Defense. So. Und dann mache ich auch für zukünftige Parts wahrscheinlich ein paar mehr Teams. Aber heute nicht, weil heute muss ich die Fahrt loslegen, weil ich habe heute noch ein bisschen was vor. Ich habe gute Angebote trotzdem wieder. So, und jetzt hier volle Kraft drauf. Ja, schalten wir einfach auf den. Dann kann es sein, dass durch Aufschalten sie alleine angreift. Und wenn ich Freezer auch aufschalte, greift er auch alleine an. Kann es daran liegen? Ich glaube fast, es ist so. Ja, es scheint wirklich so zu sein. Ha. Wieder ein perfekter Blick. Und ihr habt gesagt, ihr würdet gerne die Arcade auch noch sehen. Muss ich halt gucken, weil es wird hier halt wirklich alles geclaimed, was ich mache. Und das ist für mich ein bisschen doof, weil ich hätte schon ganz gerne, dass ich für meine Leistung eine Bezahlung kriege. Aber das ist halt derzeit nicht so gar nicht der Fall. Ja, hier, das nenne ich Kombos. Ja, und das da wäre schon das Ende gewesen, aber unsere Leute hören nicht auf drauf zu hauen. Kein Wunder, dass es hier am Schuh schlecht geht. Wenn er immer die Kämpfe verliert, wenn er hier in seiner Kindheit so von uns verprügelt wurde. Ja, Schäden, die kann der nie wieder heilen. Ich glaube nicht mal die Dragon Balls könnten so viel heilen. Es Boss-Mission. Ja. Und ich glaube sogar. Ne, Ultra haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht gekriegt. Ich dachte, es hätte ich. Aber okay, dann ist das ab jetzt bloß eine Wiederholung vom Dialog. Das heißt, den müssen wir nicht wieder bekämpfen. Item get da.
gibt's bloß ein bisschen Kram. Kameradschaft mit Vegeta erhöht, das ist doch gut. Und mit Bardock. Und hier mit Froze ist weiter. Das bedeutet, Froze auf Level 10 müsste sich ja verändern, ne? Oder ist das erst auf 15? Ja, ja, das ist derselbe Dialog. Okay, hier gibt's einen Dragon Ball. Ich habe aber gerade den Gedanken gehabt, lasst uns doch ein neues machen. Und da ersetzen wir einfach hier die Karten, weil dann können wir die Sachen, die wir halten, gerade behalten. Frage ist, was für ein Team wollen wir machen? Wollen wir vierfache Super Saiyans vielleicht machen? Oder vielleicht Dämonen? Ja, was haltet ihr mal von einem Dämonen? Nehmen wir uns hier den Janemba mit rein und schmeißen wir erstmal alle raus. Ich meine, wir können auch theoretisch ein vierfaches Super Saiyan Team machen. Aber wir gucken jetzt erstmal nach Dämonen. Wen haben wir denn alles für Dämonen? Lisa zählt fast. Xeno Janemba. Wir können fast auch ein Janemba-Team machen, aber das wäre ja irgendwo Quatsch. Wer warst du? Ach, du warst Fu. Fu ist ja eigentlich auch ein Dämon, also ich finde, der darf rein. Ja, Gravi ist Dämonengott. Teufelsmann weiß ich nicht. Der Abra zählt, der ist Hero. Ja, wir haben keinen einzigen Berserker. Wir könnten hier Haru Haru reinmachen, aber ich weiß nicht. Oder hier Dämonengöttin Putin. Der Vladimir. Genau den. Ich wollte nochmal gerade durchgucken, ob wir vielleicht noch einen anderen anständigen Dämon haben, den ich gerne hier reinpacken würde, aber es sieht aus, als würde es tatsächlich darauf hinauslaufen. Oh, oder hier, den da. Ja, auch Vegetto, wir können auch ein Fusionsteam machen, etc. Also, Möglichkeiten haben wir, aber dann ist das da jetzt unser Dämonenkönigsteam. Oder Dämonenteam. Wie schrecklich, die Stadt liegt in Trümmern. Hilfe, zu Hilfe! Habt ihr Freaks nicht genug Unheil angerichtet? Wer will das wissen? Wir sind die Dragon Ball Helden. Was für ein angeberischer Name. Denkt ihr wirklich, ihr habt auch nur den Hauch einer Chance gegen uns? Das werdet ihr schon sehen. Vorausgesetzt, ihr zieht diesmal nicht den Schatz ein. Ach ja, ich hatte ja schon einmal Pech, euch zu begegnen. Wirklich schade, dass ihr meine Gnade einfach so vergeudet und es auf eure Vernichtung anlegt. Ich glaube nicht, dass du stärker... Wir sind stärker geworden, du rote Knalltüte. Na, zumindest seid ihr besser im Beleidigen geworden. Okay, wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann sei es so. Komm doch, wir holen diese Stadt zurück. Gut gesagt, Wolf 130. Wie immer tut es mir leid, euch alles aufbürden zu müssen. Aber keine Angst, ihr schafft das. Der Meister hat recht. Zeigen wir diesen Fieslingen, was man mit Teamwork alles erreichen kann. Ja, ist halt wirklich so die Sache, die ich hier frage.
ob ich es wirklich alle Stimmen hier hinkriege, weil es sind wirklich eine ganze Menge Stimmen. Und es sind mir persönlich fast schon zu viele Stimmen. Es sind mir persönlich zu viele Stimmen, was heißt fast schon? Es sind zu viele Stimmen. Ich kann die gar nicht alle nachholen. Und gar nicht alle voneinander differenzieren, deswegen wäre ganz gut, dass wir Zero wieder kriegen. Ich hände jede Vorbereitung auf mindestens 8000 Kraftstufen. Und einen Super Dragon Ball, ja, den nehmen wir auch mit. Aber mindestens 8000 Kraftstufen sollten wir ja hinkriegen. Und eins. Ja, 8000, da brauche ich ein bisschen mehr, wenn ich die beiden. Ne, die beiden reichen nicht. Das halt hier. Tova und. Komm, ja, alle unsere Eliten machen den Anfang. Damit sind wir über 9000. Aber der da ist echt stark. Okay, zweimal nacheinander angreifen. Der legt's drauf an. Und er haut sogar seine Schwester. Wie kann er es wagen? Und da kommt er nochmal an und haut jetzt sogar seinen Neffen. Okay, der hat ja auch, wer Dragon Ball Xenoverse gesehen hat, der hat ja auch gegen Labura nicht gerade freundlich gewirkt. Der hat ja am Ende Labura fertig gemacht. Also ist schon verständlich, dass er den haut. So, sogar noch perfekt, das heißt, wir kriegen wieder Ausdauer zurück. Für die zweite Runde. Ja, leg dich hier nicht mit den Dämonen an. Gott, Meteor-Modus. Oh Gott, wer hat denn den drauf? Opa. Ja, der wird wieder gekapert. Das ist leider immer so. Gott, Meteor, okay. So, schmeiß ihn. In den Fortfahren drücken. Achso, das hätte bloß dahin gemacht. Ja, dummerweise ist es die Cutscene hier, die dummerweise als Videomaterial geklebt wird. Na, da ist egal. Brennender Gott, Meteor. Ah, die im Angriffsbereich sinken. Ja, Kampfmodul, da senken wir wieder deren Angriffskraft. Weil wir setzen gleich eh mit unseren ganzen Ultis nach. Modul gewählt. Modul aktiviert. Ja, er platzt vor Kampfgeist. Ultimative Einheitschance. Ich wusste gar nicht, dass wir eine ultimative Einheit haben. Erda und. Erda, okay. Das hat uns drei von unseren Sachen gekostet, aber. Das war eine ultimative Einheit, die wir hier gebildet haben. Ich meine, unsere Kraftstufe reicht eh für alle Superangriffe. Und da kommt nochmal der brennende Gottmeteor, der die da nochmal schwächt. Nee, aufschalten will ich nicht. Der schaltet auf. Soll er doch. Das ist unsere Runde. Ja, jetzt kommen die ganzen Effekte noch.
Oh, Super Dragon Ball 5 auch nochmal richtig Kraft drauf. So, Angriffsphase. Jetzt sind erstmal wieder die ganzen Elite dran. So, und da sehen wir mal die Ultis von allen Eliten. Die Helden, ich glaube, zu denen wird es nicht mehr kommen. Unbegrenzte Energiezone. Interessant, was Bruder macht. Und er hat ein Blitzurteil. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Und den Dragon Ball haben wir auch. Ja, ist doch perfekt. Unser Team hat gewonnen. So. Abschlussbonus, ja. Ultra-Abschluss haben wir auch, da brauchen wir uns auch keine Sorgen drum zu machen. Perfekt. Also, besser ging's ja jetzt echt nicht mehr. Mein verstohlener Blick geht immer so zum Fenster, um zu gucken, ob es draußen noch regnet. Weil der Wolf, der kann sich leider von Dragon Balls noch nichts wünschen, also kann er sich auch keinen vollen Kühlschrank wünschen. Ja, was haben wir denn da? Ketchup-Ticket? Ne, das ist bloß dicker, das Ding da. Normale Ausdauerholung, Einheitsersatz. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder klingt zumindest nicht schlecht, dass wir uns da Ausdauer erholen können. Und denen erhöhen wir überall erstmal die Freundschaft. Das ist ja lächerlich. Wir haben es geschafft und auch noch in der echten Welt. Dabra ist erledigt. Unglaublich, sie können schon in der echten Welt kämpfen. Ja, können wir. Wir sind nämlich super. Gut, da hat sich jetzt eine ganze Menge aufgetan. Ich würde aber sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Super Dragon Ball Heroes. Bis dann, euer Wolf.